Hallo und guten Tag, Frau Svetlana. Guten Tag, willkommen. This is mein Haus, helles Haus. Mein Name ist Svetlana. Oh, das freut uns. Und hier wartet auf uns auch Herr Johann Wallrabenstein, der älteste Jareker deutscher Abstammung. Ja. Ich bin 1941 hier geboren und bin der letzte Deutsche, der in Jare geblieben ist und noch hier lebt. Alle anderen sind ja ausgewandert im 44er und sind in der ganzen Welt zerstreut. Wir sind nicht ausgewandert. Meine Großeltern waren auf einem Bauernhof da, unweit vom Dorf. Dort waren wir bis im 1948, 1949, dann sind wir zurückgekommen in unser Haus, das während dem Krieg nicht enteignet wurde, sodass das uns geblieben ist und in dem meine Kinder, nämlich meine Tochter, die jüngere Tochter, noch immer drin wohnt. Ich wohne auf der anderen Seite in dem Haus meines Urgroßvaters, mütterlicher Seite. Nur eine kurze Einleitung, also was Jarek betrifft. Das Dorf wurde 1787 angesiedelt. Also das ist die letzte josephinische Siedlung in der Gegend. Mhm. Nämlich bis 1780 sind in der Vojvodina nur katholische Siedler gebracht worden. Da sind gekommen aus Deutschland, Frankreich, Elsass, Spanien, Italien, und selbstverständlich Polen und so weiter. Also aus diesen Ländern, die damals gewisse Teile an Ungarn, eigentlich an Österreich gehörten. So dass dieses Gebiet hier nach der Befreiung von den Türken zu gleicher Zeit eine multinationale Sache war, Mischung war da, und die ist ja geblieben fast bis heutzutage, nur mit der Ausnahme, dass eben die Deutschen ausgewandert sind, aber die anderen Nationalitäten sind geblieben. Wann wurden diese Häuser hier aufgebaut? Diese Häuser wurden gebaut anfangs des 20. Jahrhunderts. Also zwischen 1903/4 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Jetzt sind eigentlich diese Häuser wie auch das helle Haus eine touristische Attraktion geworden. Es gibt Gruppenführungen, nicht wahr? Ja, das ist da letzte Monat oder wie lange es da dauert schon, nicht? Da hat die Svetlana das da organisiert und ich sehe, dass das geht irgendwie. Das ist zwar sympathisch und überraschend, dass jemand da Interesse gefunden hat an dem Ganzen, weil letzten Endes Jarek hat ja in diesem Sinne keine große, hat ja nicht was zu bieten, also wollen wir sagen. Wie sehen Sie die Lage der deutschen Minderheit hier in der Vojvodina? Ja, was soll ich da schon sagen? Also, ich glaube, ob da noch was zu machen ist oder etwas zu retten ist, wollen wir sagen, ist schwer zu glauben. Ich sehe es an meinen Kindern. Ja. Sprechen Sie Ihre Kinder? Sie sprechen, aber Sie haben ja nicht mit wem zu sprechen. Also, Herr Wallrabenstein, vielen Dank und ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und alles Gute. Alles andere ist vorbei.